einem neuen Video von mir. Bei mir ist vor einigen Tagen ein schönes Weber-Paket angekommen und das werde ich jetzt gemeinsam mit euch auspacken. Ich habe es schon aufgemacht, weil ich zu aufgeregt war und nicht abwarten konnte. Ja, auf jeden Fall zeige ich euch die Bücher trotzdem jetzt mal und ja, fangen wir direkt an mit dem ersten und das ist Nach dem Sommer von Maggie Stiefvater und ich finde das Cover so wahnsinnig schön und es geht darum, dass Wölfe in einem Wölfsrudel leben und die kommen dann immer in die Nähe, in der Grace wohnt. Also Grace ist die Protagonistin, nehme ich an. Und ja, irgendwie sowas. Also es soll eine Werwolfsgeschichte sein. Beziehungsweise nicht Werwolf, es sind ja nur Wölfe. Ich weiß nicht, auf jeden Fall eine Wolfsgeschichte so. Und ich freue mich total darauf, weil ich schon echt viel davon gehört habe. Und außerdem sieht es so richtig schön aus. Und schaut euch das an. Es fühlt sich auch ganz toll an und ja, mir gefällt es sehr gut. Der Zustand ist richtig gut. Es hat zwar auch 5 Euro gekostet oder so, aber ja, für 5 Euro ist das sehr, sehr gut. Dann hätten wir die nächsten Bücher und zwar Das Verboten Eden, David und Yuna. Ich habe davon mal gehört und außerdem hat das eine Freundin von mir empfohlen. Liebe Grüße an dich, Theresa, wenn du das guckst. Und ja, es ist von Thomas Thiemeyer. Ich bin sehr gespannt, worum es geht und was da so passiert. Und ich finde die Thematik sehr interessant. Es geht darum, dass Männer und Frauen getrennt sind. Also die leben in Feindschaft. Und ja, es ist voll interessant irgendwie. Ich bin sehr gespannt. Ich werde das bald lesen. Auch der Zustand ist richtig gut. Es fühlt sich wieder voll toll an. Ich liebe Hardcover einfach. Ich werde mir das merken. So. Und zwar, Leute, kauft euch Hardcover auf Rebuy. Die sind meistens von der Qualität echt gut und billiger als so ein Taschenbuch, das dann von der Qualität nicht so gut ist. Ich kann euch mal so ein Beispiel geben, was eigentlich sieht das ja schon okay aus. Zum Beispiel, wer denkt heute schon am Morgen von Denise Degen? Das ist eigentlich ganz gut, aber hier ist es sehr, sehr leserillenmäßig. Und das finde ich jetzt nicht so schön, aber man sieht es jetzt nicht unbedingt. Also es fällt jetzt nicht so auf. In dem Buch geht es um die 16-jährige Sarah und sie... Also es ist so eine Liebesgeschichte. Eine Geschichte über wahre Freundschaft und die große Liebe. Ich hatte da irgendwie so Lust drauf und irgendwie soll das ganz witzig sein. Ich hatte auch irgendwie Lust auf was Humorvolles und das soll sowas sein. Ich bin gespannt. Ich liebe meine Bücher, die ich mir bestellt habe. Ich weiß auch nicht. Also wenn ich mir bestelle, dann freue ich mich immer tierisch. Dann habe ich einmal den zweiten Band einer Reihe gekauft und zwar Hüter der Dämmerung von L.R. Worthley. Der erste Teil heißt Dämonen des Lichts. Und da geht es darum, dass die Engel die Lebenskraft von Menschen aussaugen und die Engel leben dann halt auf der Erde. Und ich finde es mal wieder sehr interessant, dass sie keine Beine hat, so wie immer. Ich weiß nicht, auf dem, warte, ich zeige euch das mal. Das ist der erste Band und da hat sie auch keine Beine. Warum hat sie keine Beine? Schaut euch das mal an. Sie hat keine Beine. Ich finde das ziemlich doof, aber was soll's. Ich glaube, Beine sehen da auch blöd aus, oder? Sagen wir mal. Ist okay, dass sie keine Beine hat. Ne? Ja, auf jeden Fall ist das im Vergleich dazu richtig dick. Hier, das ist voll viel dicker. Also, oder? Schaut doch mal. Naja, auf jeden Fall. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, ich finde das Buch sehr, sehr cool. Also, ich habe den ersten Band ja gelesen und der hat mir gut gefallen. Und ich bin gespannt, wie es so weitergeht. Und ich glaube, ich werde den ersten Teil nochmal lesen müssen, weil ich die Geschichte schon wieder vergessen habe. Aber mal schauen. Auf jeden Fall war das auch voll billig und dann irgendwie 1,50 oder so und dann dachte ich mir, komm, kann man mal machen. Dann habe ich als nächstes von Ursula Poznanski, das wird mein erstes Ursula Poznanski Buch und zwar Die Verratenen. Ist ein Taschenbuch, finde ich leider jetzt nicht so geil, weil es einfach total leserillig ist schon wieder hier. Aber es geht, also ich habe auch, na, ich muss ja auch sagen, ich habe keinen Bock die Bücher zurückzuschicken. Ups. Hi. Also, was ich sagen wollte, ist, ich habe keinen Bock, die Bücher zurückzuschicken, wenn die irgendwie nicht so einen tollen Zustand haben, weil ich da zu faul für bin. Und da muss ich die halt immer behalten, aber das ist noch okay. Ja, auf jeden Fall, ich weiß nicht genau, worum es geht, aber ich glaube, es klingt ganz spannend, ich weiß jetzt nicht. Aber ich möchte auf unbedingt möchte ich jetzt dieses Buch lesen. Nein, aber es klingt richtig spannend und lest euch am besten mal den Klappentext zu, weil hier ist nur so ein kleiner Klappentext, der einfach nichts verrät. Also deswegen kann ich da jetzt auch nichts zu sagen. So, jetzt haben wir noch 3 Büchleins und einmal haben wir hier Jessica Sorensen, also von Jessica, ne?
Ich bin so. Ich kann nicht mehr sprechen, echt. Also, das nächste Buch, das wir haben, ist Geheimnis von Ella und Micha von Jessica Sorensen. Das ist auch ein Taschenbuch, hat auch mal wieder. Nein. Keine Leserin, aber dafür ist es hier unten leicht angebeult, was leider auch sehr doof aussieht, aber egal. Es geht um eine Liebesgeschichte und ja, ich dachte, warum nicht? Ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Ich hoffe, das wird was Lockeres und ja, mal schauen. Dann hätten wir als nächstes den Engel hier. Was heißt Engel? Also ich zeige euch mal die letzten beiden Büchlein, dann ist das Paket schon wieder leer. Und da hätten wir einmal Angel Fall von Susanne E. Fürchtet euch nicht, es geht um Engel, die auf die Erde gekommen sind und alles zerstört haben und die Städte liegen in Trümmern. Ich sag, ich habe echt Sprachfehler, Leute. Also die Städte liegen in Trümmern und die Menschen verkriechen sich halt in Ruinen ihrer Häuser. Und eines Tages wird von der Protagonistin die Schwester entführt und die Protagonistin macht sich dann auf die Suche. Und ja, ich fand das ganz spannend und ich finde es echt toll, dass das hier ein Hardcover ist, weil das so richtig edel aussieht. Ich zeige euch das gleich mal, aber ja, sieht richtig edel aus für den Zustand und alles ist super. Also es sieht echt gut aus. Gefällt mir sehr, sehr gut, du. Da muss ich echt sagen. Ich bin so gespannt darauf, weil das soll so gut sein und ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht. Und das letzte Buch, das ich hier habe, ist Shadow World, Kampf der Seelen von Melissa Marr. Ich finde das Cover so schön irgendwie. Und es geht darum, dass es... also es geht auf jeden Fall, es ist was sehr Übernatürliches. Es geht um Dämonen oder Dämonen und... Herz des Finsternis und Schatten und Wettkampf und sowas. Also es ist, ich denke mal, das ist so ein richtiger Shadow World. Achso, hier, ich kann es ja mal vorlesen. Mallory lebt in der Shadow World, in der Magier und Dämonen um die Vorherrschaft kämpfen. Nachdem ihr Stiefvater, ein großer Magier, den mächtigsten aller Dämonen bestohlen hat, sind die beiden in der Welt der Menschen untergetaucht. Boah, das klingt richtig gut. Ich bin voll gespannt und ich finde das Cover so schön. Und der Zustand ist auch sehr, sehr gut. Also, wir haben insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bücher. Drei von den Taschenbüchern haben jetzt nicht so einen guten Zustand, aber alle anderen sind richtig gut und ich bin voll zufrieden, vor allem mit den Hardcovern. Mir fällt jetzt immer mehr auf, dass ich nur noch Hardcover kaufen sollte, weil das echt gut ist. Und ja, so viel dazu. Wenn ihr ein Buch gelesen habt, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr sie gefunden habt und was ihr generell von den Büchern haltet. Ich bin ja sehr zufrieden mit meiner Ausbeute und ich freue mich tierisch, das alles zu lesen. Aber ja, ich habe momentan noch ein paar andere Bücher und eigentlich habe ich auch irgendwie keine Zeit. Aber ja, gut. Egal, wir schaffen das schon alles. Ich werde jetzt lesen. Oder morgen. Oder vielleicht auch gar nicht. Ich habe momentan irgendwie keine Zeit. Ich weiß, man soll sich Zeit nehmen, aber irgendwie kann ich mir selbst die Zeit nicht nehmen. Weil irgendwann... Also, vielleicht schaffe ich es ja noch diese Woche irgendwie. Ich versuche immer abends zu lesen, weil ich sonst irgendwie nicht hinkomme. Wie macht ihr das? Das würde mich auch mal interessieren. Fliege? Naja, auf jeden Fall, es würde mich auch sehr interessieren, wann ihr so lest und wie ihr das euch so einteilt, weil ich das momentan überhaupt nicht hinkriege. Okay, so viel dazu. Das war mein Rebuy Unpacking. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Ciao.